Hallo, liebe Klemmbausteinbaumeister. Heute geht der Woman's Acceptance Factor wahrscheinlich through the roof, wie die Amerikaner sagen. Ja, wir haben es mit einer Pflanze zu tun, aber nicht nur, dass wir eine rote Rose hier haben, sondern sogar zwei. Die beiden machen auch noch Musik, und zwar Spieluhrmusik. Und um genau zu sein, die Spieluhrmusik, die ihr gerade hört. Was wir hier also vor uns haben, ist von Yaki. Es ist die JK2675 aus der Serie Plan de la Vie. Es ist die rote Rose und es ist gleichzeitig eine Spieluhr, sprich Music Box, so steht es zumindest auf der Verpackung. Diese rote Rose ist für 8-Jährige oder älter und sie besteht aus halb Technik und halb normalen Teilen. Von daher passt die Einordnung auf jeden Fall. Und nach langer Suche habe ich dann also auch herausgefunden, dass es sich um 159 dieser Teile handelt. Wie gesagt, halb Technik, halb normale Steine. Werfen wir dann mal einen Blick auf die Box. Sie fühlt sich erstmal wertig an. Sie hat eine Strukturierung, sie hat keine Hervorhebung, wie manche andere Boxen das haben. Aber sie ist auch nicht so flach oder platt oder glatt, um genauer zu sein, wie man das von kleinen oder City-Lego-Boxen kennt. Darauf nichts weiter Besonderes. Die entsprechende Pflanze mit den entsprechenden Daten, die ich eben schon mal genannt habe. Und noch der Hinweis darauf, dass es aus der Serie noch einige Pflanzen mehr gibt. Soweit ich es gesehen habe, sind es 4. Und natürlich nicht zu vergessen der Hinweis darauf, dass es sich um eine Musicbox handelt, die auch Musik spielen kann. Wer hätte das gedacht? Und dass sie sich dabei auch noch dreht. Das haben wir sicherlich auch schon gesehen. Werfen wir einen Blick auf die Anleitung. Diese ist sicherlich für 159 Teile ausreichend groß dimensioniert. Es gibt keine Bauabschnitte, was auch hier vollkommen normal sein sollte. Yaki weist alte Bauabschnitte aus, also alles, was schon gebaut ist, ist nur noch in Kontur vorhanden und alles, was neu dazukommt, ist knallbunt. Wobei knallbunt hier natürlich bedeutet, dass es grün und rot ist. Nach 24 Bauabschnitten ist das Ganze dann auch durch. Danach folgt dann halt sehr, sehr wenig. Aber machen wir das Ganze dann einmal auf. Was uns begrüßt, ist zunächst die Anleitung und dann der obere Teil der Kuppel, der sehr schön extra in Bubble Wrap verpackt ist. Und innerhalb dieser Kuppel befinden sich dann auch unsere 159 anderen Teile oder wahrscheinlich sind es dann eher 157, die da noch fehlen. Wie wir hier sehen, die Kuppel ist natürlich kein Glas, sondern Kunststoff und aus dem Ganzen kommen volle 2 Tüten mit Teilen, mehr ist es dann nicht und davon sind schon einige tatsächlich Dekorationen, wie man sie in einem Blumenladen kriegen würde, in einer dritten Tüte und was dann noch ganz unten ist, ist dann die Basis, also die Spieluhr. Damit sind wir dann auch in der Bauphase angekommen. Wie wahrscheinlich der eine oder die andere schon bemerkt hat, habe ich das ein neues Paar Hände auf meinen Bautisch gefunden. Und damit haben wir wieder mal eine Premiere, nämlich das erste Set, was meine Frau aufgebaut hat und es ist auch ihr Set. Dazu natürlich Doppelpremiere ist das erste Set von Yaki und ich muss sagen, die Steinequalität ist okay. Es ist nicht so, dass alles wunderbar halten würde. Es ist natürlich ein unglaublich filigranes Gebilde, was dort entsteht und man muss schon sehr genau aufpassen, vor allen Dingen, wenn man das ganze Ding hinterher dann zusammenbaut und die Kuppel über die Spieluhr packt, dass man tatsächlich nicht irgendwo wieder was abreißt oder dass irgendwas ganz, ganz so merkwürdig steht. Falls das irgendwo in den Aufnahmen zu sehen ist, also dieses merkwürdig stehen, bitte ich jetzt hier schon um Entschuldigung. Und ansonsten, ja, es handelt sich um eine Spieluhr und als solche erwarte ich jetzt auch nicht unbedingt, dass noch weitere Play-Features oder ähnliches dabei sind. Und das sind sie auch nicht. Dieses Set gehört ins Regal, dieses Set ist ein netter Talking Point, den man dann aus dem Regal rausnehmen kann und ein wenig spielen lassen kann. Und das war es dann aber auch schon. Dieses Set ist sicherlich nicht für Kinder geeignet, allein schon aus dem Grund, dass wenn man den Dom runterfallen lässt, dürfte er kaputt sein. Und ich kann fest davon ausgehen, dass ein Kind das schaffen wird. Damit reines Regal. Für Teile sehe ich auch nicht wirklich viel Anwendung, da es knappe 160 sind. Ich glaube nicht, dass das jemand wirklich auseinandernehmen will und dann diese beiden riesigen Formteile mit der Spieluhr dazwischen haben möchte. Es sei denn, man möchte gerade dieses Formteil mit der Spieluhr haben, weil man etwas Eigenes reinbauen will. Das wäre sicherlich die beste Alternative, wenn man dann die Teile haben möchte. Ansonsten ein nettes Set mit einem großen Play-Feature, in diesem Falle tatsächlich mal wirklich auch einem
hörbaren Play-Feature und einem, wie gesagt, großen Woman's Acceptance Faktor. Bei uns steht das Set inzwischen im Wohnzimmer und macht sich dort ganz gut. Natürlich aus der Reichweite der Kinder durchaus raus, denn wie gesagt, die Kuppel ist empfindlich. Aber dafür, was es ist, macht es seine Sache gut und von daher eine glatte Kaufempfehlung. Das war es dann wieder einmal für heute. Hat dir dieses Video gefallen, so gib ihm bitte ein Like. Hat es dir nicht gefallen, so kommentiere das bitte. Und wenn du solche Videos jede Woche genießen möchtest, dann empfehle ich ein Abo. Damit viel Spaß beim Bauen, viel Spaß beim Schauen, viel Spaß beim Hören und tschüss.